Was gibt Schöneres, als jeden Tag seinen Sport zu machen? Für mich ist es das Größte. Leistungssport heißt für mich, mein Hallentraining zu betreiben und es beinhaltet noch zusätzlich Krafttraining, Lauftraining sowie Techniktraining. Um meine Ziele im Sport zu erreichen, da muss ich viel trainieren und auch schon mal auf die Zähne beißen. Man braucht viel Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und Geduld. Wenn man zum Beispiel beim Match zurückliegt, ist es wichtig, den Ehrgeiz zu entwickeln, das Match zu gewinnen, an sich zu glauben. Nur dann kann man das Spiel noch drehen. Mein schönster Moment und größter Erfolg war 2008 in Jakarta, als wir mit der Frauennationalmannschaft die Bronzemedaille gewonnen haben. Für mich war das ein Wahnsinns-Teamgefühl und eine tolle Erfahrung. Mir ist es wichtig, mich beruflich und sportlich weiterzuentwickeln. Eine große Hilfe war mir in dieser Zeit die Laufbahnberatung am Olympiastützpunkt, die mir direkt eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau empfohlen haben und mir das Berufsbild näher brachten. Nun bin ich bei der Vonovia, Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen, und komme schon ins dritte Lehrjahr. Dort habe ich eine tolle Unterstützung, bekomme für Turniere frei, habe flexible Arbeitszeiten. Nur durch diese Unterstützung kann ich meinen Sport auf höchstem Niveau weiter betreiben. Ich war überwältigt, dass meine Ausbilder mich beim Turnier unterstützten und begleitet haben. Diesen Halt spüre ich auch tagtäglich im Unternehmen, denn die Ausbildung ist sehr anspruchsvoll. Mein nächstes Ziel ist es, die Prüfung zu bestehen, und ich hoffe, es geht noch spannend weiter.